Guten Morgen, Deutschland, Österreich, Schweiz, Mallorca, Thailand und wo alle unsere Fans des Webinars zuhören. Schönen guten Morgen, lieber DAX, der heute im Mittelpunkt steht. Guten Morgen, DAX ist nämlich das Thema vom Webinar mit Date-Wetter Dirk Fuczewski. Noch spricht Berlin. Mein Name ist Jens Schanowski. Ich grüße Sie. Ich darf Ihnen pro forma einige Dinge zum Beginn nennen, wie zum Beispiel Risikohinweis. Es geht um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte. Der Hebel multipliziert Gewinne, aber auch Verluste. Nicht für jeden geeignet. Bevor Sie mit echtem Geld loslegen, lesen Sie gerne den kompletten Warnhinweis auf unserer Webseite einmal durch. Execution only auf Neudeutsch. Wir machen keine Beratung. Wenn Sie mit echtem Geld traden, werden Sie alle Trading-Entscheidungen vollkommen autark treffen. Bitte alles Gleichgehörte nicht als Anlageberatung missverstehen wollen. Und den kompletten Warnhinweis mit allen Risiken finden Sie zum Beispiel auf der Webseite von uns, admiralmarkets.de/Risikohinweis. Auf der Webseite finden Sie vieles weitere Schöne, wie zum Beispiel Demokonto, Live-Konto, was ist Flagship Forex, warum glauben wir, das neue Flagship in der Forex-Branche zu haben, auch für CFDs. Einfach mal drüber schauen, wir würden uns freuen. Und Sie finden natürlich auch die neuesten Aktionen bei den Company News, ganz neu gestern gestartet, für alle, die Forex und CFDs traden, ein Bonus on top auf Ihre erste Einzahlung, bis zu 50% sind möglich. Und, da wollte ich noch ein bisschen Werbung für machen, die Brokerwahl 2015 läuft. 2 Minuten Ihrer Zeit. Stimmen Sie gerne für uns ab, wenn Sie uns mögen, wenn Sie unsere Angebote, unser Trading mögen. Wir würden uns sehr freuen. Der Veranstalter verlost unter allen Teilnehmern auch einige Preise. Hauptpreis ist ein MacBook Air von Apple. 2 Minuten Ihrer Zeit. Damit es keine falschen Stimmen gibt, wird jede Stimmabgabe mit E-Mail-Link und SMS-Code bestätigt. Datenschutz ist gewährleistet. Alles komplett kostenfrei und weniger als 2 Minuten sollte es dauern. Wenn Sie noch nicht gestimmt haben, wir würden uns sehr freuen. Brokerwahl.de. Admiral Markets ist nominiert. Vielen Dank, das waren meine 2 Minuten und damit sage ich schönen guten Morgen, lieber Dirk, schönen guten Morgen, DAX. Legen wir los mit einem Blick auf den Markt. Ja, einen schönen guten Morgen auch nach Berlin und natürlich auch an den Rest dort draußen. Ich hoffe, Sie können mich gut hören. Heute Morgen gab es schon einen kleinen Hilferuf aus Athen, wie man hier aus der Messe, aus der Presse, aus der Messe sage ich schon, aus der Presse hier zitieren darf. Scheinbar geht Herrn Tsipras jetzt doch das Geld schneller aus, als man das vorher so gedacht hat und als er sich das selber wahrscheinlich vorgestellt hat. Jedenfalls konnte er wahrscheinlich seine Beamten auch nicht mehr bezahlen. Ja, das nur als kleine Info vorab, um in unsere morgendlichen Ausblicke zu gehen. Hier zunächst ein kurzer Rückblick auf den Mittwoch. Es geht nicht nur darum, sich zu beweihräuchern, sondern auch einzugestehen, dass man selber falsch liegen kann. Was den DAX angeht, lagen wir allerdings richtig. Da haben wir, ich habe die Pfeile hier vom Mittwoch explizit drin gelassen und auch, und auch die jeweilige Pivot-Linie nochmal vom Mittwoch drin gelassen, wo es darum ging, wann ein Short-Setup zu favorisieren wäre, auf welchem Level und wann es wieder von, ja, von, wenn es wieder lohnenswert wäre, mit einem Long-Setup wieder in den Markt einzusteigen. Sie sehen hier diese Marken vom Mittwoch, 11 zu 18 war die Pivot-Linie und einmal hier 11, 3, 42, wo Short-Szenarien zu favorisieren waren. Wir sind letzten Endes bis 11 11.195 Intraday abgetaucht, also knapp 11.200er Marke jedenfalls mitgenommen und dann mit einem wirklich fulminanten Comeback hier wieder in Richtung neue Allzeithochs nach oben gestartet. Der Markt will einfach nach oben und kennt kein Pardon, auch die Bären, die sich da mit Sicherheit zwischenzeitlich gut gefühlt haben und vielleicht sogar noch mal ein Stück weit draufgelegt haben, sind hier schön in die Falle getappt, in die längerfristig betrachtete Bärenfalle getappt. Ja, die Konsolidierung hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass hier der DAX ein Stück weit auch aus diesem überkauften Szenario kurzfristig rauskam. Jetzt sind wir da aber wieder reingerutscht. Das nur jetzt zu der Baustelle DAX, wenn man das mal so bezeichnen darf, was den Eurokurs angeht. Noch einen kurzen Rückblick auch vom Mittwoch. Komplette Fehleinschätzung. Damit mit diesem starken, wirklich einen starken Abrutschen nach unten nochmals. Und auch diese 1,1098 habe ich nicht gerechnet. Bin selber damit auch ja, mit nach unten gerutscht. Also von da wegen, leider gehören Verluste zum alltäglichen Geschäft dazu. Man sollte sie halt dementsprechend nur begrenzen lernen. Das ist natürlich ein toller Räderspruch. Er ist aber immer wieder jeden Tag
sich irgendwo niederzuschreiben, weil es das Wichtigste überhaupt ist. Gut, das zu den kurzen Rückblick. Gehen wir zum DAX von heute Morgen. Wir sehen hier diese blau gefärbte Zone im Bereich hier, der erste Eröffnungsgap. Hier sehen wir noch die weiße Schlusskerze vom Vortag und heute Morgen die Öffnung. Also hier sind wir jedenfalls mit einem relativ großen Gap geöffnet, was aber hier auch schon wieder zu ist. Mit anderen Worten, diese Tretidee eines Gap-Close hat sich hiermit dann schon wieder erledigt. Jetzt gehen wir nochmal kurz auf den 4-Stunden-Chart und hier gleich dann in die Präsentation hinein. Und gucken uns mal die Zahlen vom Vortag an. Schlusskurse vom Xetra-Handel. Eine glatte 1,00 zum Handelsschluss bei 11.504 Punkten. Und das neue Zwischenhoch als neuer Rekordhoch, ich bezeichne es fast schon als neues Zwischenhoch, weil man hat immer das Gefühl, es kommt noch ein neues, liegt bei 11.532,82. Future DAX geschlossen bei 11.504. Auch hier das Hoch 11.535. Wenn wir jetzt auf die US-Werte gucken, leichtes Plus, da ist auf jeden Fall nicht von dieser Mega-Party die Rede. Wir sind auch weiterhin noch ein Stück weit von diesen zuvor erreichten Hochs entfernt. Besonders Standard & Poor's 500, fast runde 20%, also es dauert noch eine Weile, bis er das wieder erreichen kann. Aktuell sieht es zumindest nicht so danach aus. Schlusskurse Asien heute Morgen, besonders der Nikkei, stark im Plus und vor allen Dingen auch aus Korea. Der Kospi hat es mit einem doch recht respektablen Sprung sehr stark über diese 2000-Punkte-Marke geschafft. Da hat er ziemlich lang für gebraucht, der Kospi. Jetzt ist er da drüber. Bleibt abzuwarten, inwiefern man hier noch über Anschlusskäufe dann auch gerade im koreanischen Markt nachdenken kann. Ist übrigens kein kleiner Markt und auch nicht gerade total unbekannter Markt, auch für deutsche Investoren. Und wer da genauere Informationen zu sucht, findet sogar auch die ein oder anderen Produkte, selbst sogar an der Eurex gehandelt Produkte, die sich auf diesen Kospi beziehen. Hang Seng, heute Morgen leichter Rückgang und die Aussies auch mit leichten Rückgängen. Was zu China noch zu sagen ist, das sind natürlich gerade die Wachstumsaussichten, die auch von der Regierung und auch von anderen Offiziellen jetzt in der letzten Zeit dort heraus posaunt wurden, die natürlich auf 7% reduziert wurden. 7% Wachstum, da gibt es einige Volkswirtschaften, die von diesen Wachstumsraten natürlich träumen würden. Jedoch ist für China das mit einer der, ja, überhaupt die schwächste Wachstumsrate seit über 24 Jahren. Von da wegen ist das für die chinesische Wirtschaft kein Freudenfest und man denkt auch derzeit darüber nach, mit einem Stimuli in den Markt für vielleicht noch etwas besseres Wachstum zu sorgen. Zu dem volkswirtschaftlichen Datenkalender. Heute Morgen kommen zunächst erstmal Daten aus Frankreich, Staatshaushalt, Handelsbilanzsaldo und als vielleicht wichtigste nochmal die BIP-Daten für das vierte Quartal in der zweiten Veröffentlichung für die Eurozone. Was sonst jetzt hier die europäische Session angeht, auch was den DAX angeht, von der volkswirtschaftlichen Datenseite, relativ ja, leerer Kalender, kann man schon so sagen. Zum Nachmittag hin, Sie sehen ja auch hier die rot eingefärbten Daten, die man zusammenfassen könnte als US-Arbeitsmarktdaten oder Non-Farm Payrolls, also kurz NFP, für den Februar. Da kann man auf jeden Fall schon von sprechen, dass das das Event des Tages schlechthin ist und letzten Endes ja auch schon ein bisschen vorangekündigt als Event innerhalb dieser Woche, als wichtiges Event gesehen wird. Die kanadischen Daten, die da drumherum zur gleichen Zeit ausgeworfen werden, die werden ein wenig in den Hintergrund gedrängt. Und sollten natürlich auch nur diejenigen überhaupt vom Hocker reißen, die da im Juni zum Beispiel im Canadian Dollar unterwegs sind. Zum Abend noch Verbraucherkredite aus den USA und nochmal der CFTC-Report, also seitens der CFTC, Commodities Futures Trading Commission. Ja, Eurex-Verfall von festverzinslichen Anlagen, zum Beispiel Euro mit Future, haben wir heute. Das ist für diejenigen dann eben interessant, die da investiert sind, beziehungsweise auf jeden Fall noch den einen oder anderen Basiswert woanders handeln. So, jetzt haben wir noch die DAX-Pivots.
Die haben wir auch eingezeichnet, diesmal hier im 4-Stunden-Bereich, wo wir ja auch schon längerfristig hier diesen Kanal entlang schon betrachtet haben. Nach dieser kurzen Konsolidierung bis in diese 11.000, ich gehe mal auf den Laserpointer, bis auf diese 11.195 hinunter, sind wir jetzt schon wieder an der oberen Trendkanallinie angelangt. Die nächsten Kurszielprognosen, was hier auch die Pivots noch hergeben, 11.555, 11.606 und 11.679, was die also sogenannten R1, R2, R3 hergeben. Und wenn wir jetzt den Chart noch ein Stück weit stauchen, noch hier eben als ja vielleicht auch interessante Marke noch heranzuziehen, die 261,8er Fibo-Expansion, also Projektion, die sich aus dieser Fibo-Anlage von dem damaligen Hoch 10.986 runter auf das Zwischentief bei 10.592er Zone errechnend. Was können wir jetzt noch zusätzlich als weitere Analyse betreiben? Wir können vor allen Dingen mal einen neuen Chart aufmachen und uns von den ganzen Linien erstmal nicht ablenken lassen und öffnen nochmal einen Candlestick-Chart, stauchen den ganzen auch nochmal, gehen auf den 4-Stunden-Chart und schauen uns doch die aktuelle, nehmen wir noch ein bisschen größer, so damit wir ein bisschen besser was erkennen können, und schauen uns nochmal die aktuellen Zwischentiefs und Zwischenhochs an und legen da nochmal etwas kurzfristigere Fibo-Analysen drüber. Wenn wir jetzt beispielsweise das Zwischenhoch hier in dem Bereich mit dem Zwischentief hier verbinden, also ich gehe auch nochmal explizit drauf, damit Sie sehen, welches Zwischenhoch hier gemeint ist. Es ist einmal hier 13.02. 11.011,8 als Hoch und die .763 als Zwischentief, die miteinander verbunden. Kommen wir auf die jeweilige Fibo-Analyse, Fibo-Projektion. Ich gehe auch immer wieder mit einer horizontalen Linie drauf, um nochmal Marken auszuweisen extra. Einmal hier die 11.410er, 11.413er, das ist die 62.8er in diesem Bereich. Und weiter ganz oben als Projektion 11.818, 11.820 als Kursziel von dieser Analyse her, also als Projektion. Das lösche ich nochmal jetzt wieder. Einen weiteren Schritt können wir jetzt hier noch machen, indem wir auch von dem letzten Zwischenhoch, das ist hier die 11.467, zu dem jetzt erzeugten Zwischentief bei 11.192,8 auch nochmal eine Fibo-Analyse drüber legen. Das werden wir hiermit tun und natürlich nochmal das farblich abheben. Und das werden wir in Gelb uns anzeigen lassen, damit die Linien voneinander sich besser unterscheiden. Das werden wir jetzt dementsprechend auch nochmal einen Stundenchart rüberziehen, damit wir uns stauchen, damit wir hier den besseren Überblick bekommen. Und das genau an die Tiefpunkte und Hochpunkte nochmal anlegen. So, jetzt kommen dann natürlich nochmal ein paar weitere Kurszielprognosen aufgrund dieser Analyse hinzu. Aktueller Stand, Sie sehen ja hier 11.513.5 sind wir gerade. Dann kommen hier eine 138.2er und eine 161.8er auf uns zu als Kurszielprognosen, als Projektion. Dementsprechend auch noch hier die horizontale Linie mit eingezeichnet. Kommen wir hier auf einen Wert rund 11.570 und hier oben nochmal auf einen Wert rund 11.635. Das ist in diesem Bereich 11.570 leicht. Also wenn wir hier nochmal zurückgehen, diese 138.2er in diesem Fall hier, die 11.570, 11.569, 11.570, ist leicht in diesem Bereich oberhalb des heutigen Tageswiderstandes R1, Resistance 1, der sich bei 11.555 befindet, respektive auf den Future DAX gerechnet 11.556. Und der Resistance 2, Entschuldigung, Resistance 3, der sich bei 11.679 befindet. Hier in dem Bereich hier oben, der dann hier auf 161,8er schon ein Stück weit überschreitet. So, wenn wir dann jetzt auch nochmal kurz visualisieren wollen, 11.679, haben wir hier noch ein weiteres Stück
nach oben zu gehen, was also jetzt diese Projektionen angeht. Umgekehrt, bei den Kursprojektionen nach oben natürlich genauso gut möglich, das Ganze auch nochmal umzudrehen. Auch hier bietet sich nochmal zusätzlich eine Fibonacci-Analyse an, indem wir einfach vom Zwischentief auf das aktuelle Zwischenhoch nochmal eine Projektion drüberlegen. Die werden wir natürlich jetzt auch nochmal farblich absetzen. In dem Fall jetzt mal mit Magenta. Oder nee, wo ist denn Magenta? Magenta ist hier. Und dann bekommen wir auch, was den beispielsweise auch die Kurszielprognosen nach unten angeht, also sprich, was die Rücksetzer nach der Rücksetzungsmöglichkeit nach unten angeht, auch noch ein paar Zonen ausgewiesen, nebst dieser Pivots, die uns natürlich immer noch im Hinterkopf bleiben, bitte. Also Support 1 bei 11.431 als nächstes Support nach unten und weiterer Support bei 11.358. Wenn wir uns die Zahlen jetzt hier nochmal verdeutlichen, die ich eben als Supports ausgewiesen habe, kommen wir dann hier beispielsweise bei der ersten 23.6er in diesem Bereich der 11.450. Wir erinnern uns, Support 1 bei 11.431 und einer weiteren Supportzone hier unten im Bereich der 11.400, 11.402, also in diesem Bereich als erste Südwärtsprognose. So, das ist ein Setup. Wie gesagt, ein Setup bedeutet bullish und bearish vom Setup, von der Vorbereitung natürlich immer wieder. Dementsprechend einprogrammierbar und nach dem, ja, wie es so schön heißt, OCO, one cancels other, so nach dem Motto, wenn eine Order, eine Bedingung eingetreten ist, ist die andere damit hinfällig. Dementsprechend sollte sich zum ersten Teil dieses Handelstages in Richtung Non-Farm Payrolls langsam zum Nachmittag hin dieses erste Szenario, das bullische Szenario, bereits nach oben hin schon gelöst haben, sprich wir steigen ein Stück weiter, hat sich das bärische Setup dann schon einmal für den Tag, zumindest für den ersten Teil des Handelstages erledigt und man müsste ja dementsprechend dann nach oben hin anpassen. Sprich ein Stück weit weiter oben im Bereich dieser 11.570er bis 11.636er dort nochmals mit einem Short-Setup in den Markt gehen mit einer Programmierung. So, aktuelle Integration haben wir 11.516, 11.517, leicht mit grünen Vorzeichen, was die US-Märkte angeht. Wir machen das Webinar für Sie. Ja, ich höre dich sehr schlecht. Ich hoffe, ich spreche ganz laut. Ich hoffe, die IP-Leitung macht jetzt höre ich dich. Wir machen ja die Webinare für Sie, also wir freuen uns immer, wenn Sie Fragen stellen. Wir versuchen, auf alles einzugehen, selbst wenn wir klassische Fragen wahrscheinlich gar nicht zu 100% beantworten können. Ich lese sie einfach vor. Habe eine Short-Position bei 11.200 Punkten liegen. Soll ich die behalten oder den Verlust realisieren? Okay, das ist eine gute Frage. Da kann ich den bösen Peter jetzt bekommen. Ja gut, also grundsätzlich 11.200 haben wir ja gesehen im Handelstag relativ schnell zu erreichen sowas, wenn da abgeladen wird, auch von Großinvestoren, haben wir gesehen, es ist relativ gut möglich. Es kommt allerdings sehr stark darauf an, erstens mal mit welcher Summe man da drin ist, bezogen auf seinen Account. Obendrein kommt es darauf an, mit welchem Hebelverhältnis man da engagiert ist. Sprich, wie weit einem das weiter nach unten zieht. Und obendrein kommt es noch darauf an, ist man gewillt, das jetzt zu akzeptieren, den rauszuwerfen, oder ist man sogar gewillt, es gibt die Möglichkeiten, mehrere Positionen obendrauf zu setzen und dementsprechend natürlich zu verbilligen. Das ist eine sehr gefährliche Aktion, die kann einem ja in die Todesspirale führen. Da gibt es drei Varianten. Also ich, ganz ehrlich, ich wäre rausgeflogen. Ich hätte es geschlossen. Ich hätte es aus dem Grund schon von vornherein geschlossen. Ich wäre gar nicht so weit ins Minus gerutscht. Ich wäre vorher jetzt wahrscheinlich schon rausgeballert worden wegen eines Stop-Losses. Weil es ist sehr weit. Es sind letzten Endes, ja, es sind über 300 Punkte. Das ist ein Haufen Holz. Also einige Fragen. Wenn es keine große Position ist, würde ich es schließen.
Genau. Und bei einigen Fragen braucht man einfach viel mehr Details. Wie groß ist die Position? Wie lange ist sie schon offen? Wie groß ist ihr Risikoappetit? Können sie es auch im Extremszenario komplett verlieren, wenn die Chance bei 20-30% ist, dass der Markt ist? Da gibt es einfach so viele Fragen, wo dann wirklich eine persönliche Anlaberung fällig wäre, die wir hier nicht leisten können. Ein weiterer Teilnehmer wünscht, können Sie bitte die Pivot-Linien in einer Aufstellung noch einmal zeigen? Ja, klar. Einmal zurück in den 4-Stunden-Chart und den Stauchenburner noch hier nochmal ein Stück weit. Wir sind jetzt hier, also alle grünen Linien als Pivots eingezeichnet. Die unteren drei natürlich dann dementsprechend die Supports, die mittlere, die Pivot-Linie, also der Pivot-Point bei 11.482 und die weiteren oberen drei nach oben, die Resistance. Das Pivot-Point letzten Endes ja, als Make-or-Break-Szenario, wann ein Markt letzten Endes in das bärische bzw. bullische hinüberwechselt. Also das soll eigentlich die Pivot-Linie, die Nuller-Linie, wenn man es so mal den ausdrücken will, darstellen. Und beispielsweise darauf halt eben dementsprechend abgebildet die Support 1, 2, 3 und hoch 1, R2, R3. Ja, also Jens, ich weiß nicht, du hast noch Fragen da? Sind da noch zwei, drei oder? Ja, dann wird noch nachgefragt, wie berechnen Sie die Pivot-Punkte? Einmal gibt es die Möglichkeiten über ein Tool. Das heißt also, Sie gehen in beispielsweise den Markt hinein oder auf die Seite von MQL 4 oder MQL 5. Also letzten Endes gehen Sie auf das Forum von MetaQuotes. Dort können Sie über beispielsweise das Stichwort Pivot Points, können Sie sich einen Pivot Points Indicator runterladen, auf die Handelsplattform einfügen lassen. Sie können es aber auch relativ, ja, wie soll man sagen, relativ einfach machen, indem Sie Pivot Points auch mit einer Formel ausrechnen. Das können Sie auch tun. Diese Arbeit ersparen Ihnen letzten Endes allerdings diese Tools, die Sie dort in den MetaTrader einfügen können. Manuell berechnet jeder beispielsweise Schlusskurs, etc. Schlusskurs, wie jetzt bei uns hier auf den DAX bezogen, können Sie sich die Schlusskurse vom Handelstag eben ziehen, nehmen die jeweiligen Eröffnungskurse, Schlusskurse zwischen Tageshoch und Tagestief und durch eine Formelberechnung für die jeweiligen Pivots bekommen Sie dann ausgewiesen, was der jeweilige Support 1, 2, 3 und Widerstand R1, R2, R3 ist. Das ist also keine Hexerei. Das ist eine ganz einfache Berechnung mit Formeln. Das ist auch sehr einfach herauszufinden, indem man einfach eingibt Pivot Points. Man könnte auch eingeben Pivot Points berechnen. Da gibt es mit Sicherheit auch genügend Tools, die via Google erreichbar sind und kann das mal für sich ausprobieren, wie er das errechnet. Also die meisten werden es wahrscheinlich mit einem Tool dementsprechend sich aufbereiten lassen. Und ein Tool im MetaTrader ist dann auch so gestrickt, dass es automatisiert natürlich diese Linien oder in irgendeiner Form diese Pivot Points visualisiert. Ein, zwei Quellen zeigen wir vielleicht am Montag. Nehmen wir uns dann am nächsten Montag, dem nächsten Guten Morgen DAX-Webinar, 3, 4, 5 Minuten Zeit und sagen wir ein bisschen mehr dazu. Der nächste Wunschmarkt von unseren Teilnehmern wäre Euro-Dollar. Frage, wann kommt die Parität? Fragt der Teilnehmer. Ja. Heute Morgen habe ich auch schon das ein oder andere Interview darüber gehört. Beispielsweise auch, was es in US-Medien so natürlich gibt. Also was viele US-Medien angeht und auch US-Investmentbanken angeht, kommt die Parität natürlich schneller, als man denken mag. Je mehr davon sprechen, umso eher kommt sie vielleicht dann doch nicht. Man muss dazu sagen, dass dem einen oder anderen Marktteilnehmer auch in den USA mit Sicherheit nicht daran gelegen sein wird, auf Dauer so einen sehr, sehr starken Dollar zu sehen. Auf längere Sicht betrachtet, ich spreche jetzt von 3, 6 und 9 Monaten und darüber hinaus, ist es sehr gut möglich, dass die Parität eintritt oder in Richtung 1,5 zumindest, 1,5 zumindest nach unten hin zu erreichen sein wird. Wenn wir uns jetzt angucken, was hier im langfristigen Bereich jetzt gerade passiert ist, RSI beispielsweise stark überverkauft, immer noch auch im Wochenbereich sehr stark überverkauft, sind hier schon bei der 19, im Tageschart
auch überverkauft, im 4-Stunden-Chart überverkauft. Also eigentlich technisch betrachtet eine stark überverkaufte Situation, die eigentlich ein Stück weit wieder zu einem quasi Reverse sorgen könnte. Nur von der fundamentalen Seite her gibt es aktuell überhaupt gar keinen Grund, in irgendeiner Form stark in Euro investiert zu sein. Erstens mal die Zinsprojektion und zweitens mal auch wieder in irgendeiner Form nervöse Marktinformationen, die jetzt seitens Griechenland oder seitens anderer Teilnehmerländer immer wieder reinkommen. Das Problem bei dieser Kurszielprojektion, wenn wir jetzt das nochmal nach unten stauchen, dann sehen wir ja hier, wenn wir das weiter noch stauchen, ein paar Marken auf uns zukommen. Das ist natürlich eine ganz weit tiefe Marke, die hier schon unterhalb der Parität, deutlich unterhalb der Parität liegt. Versteifen wir uns jetzt mal auf diese 161,8er Marke, die wir hier reinkommen sehen. Liegen wir hier bei 1,8. Wenn wir uns jetzt Kursziele und auch Analysen von Investmentbanken in Erinnerung rufen, dann sprechen die meistens auch zum Jahresende zwischen 1,5 und 1,7 und in Richtung Ende 2016 teilweise von Parität. Zwischenzeitlich ist da Kursziel Anpassung betrieben worden, weil das so schnell nach unten ging, dass die Investmentbanken gar nicht mehr mit ihren Prognosen nachkamen. So ähnlich wie man das vom DAX jetzt kannte. Aber wenn man hier jetzt beispielsweise mal schaut, in welcher Geschwindigkeit hier 3000 Pips, also mehr oder minder 30 Cent fast, den Bach runtergegangen sind seit Mai 2014, mit welcher extremen Schnelligkeit, kann man doch zumindest ein bisschen annehmen, dass es sich zum Sommer hin ein Stück weit nochmal zwischenzeitlich vielleicht erholen könnte. Ausgeklammert das Mega-Ereignis, was uns da vielleicht nochmals bevorstellt mit Griechenland. Weil da sieht es ja danach aus, als werde der Trubel nicht erst im Juni entstehen, sondern auch bis dahin hinaus. Also Kursprognose bleibt auf lange Sicht. Parität halte ich für gut möglich. Wenn man sich an eine große deutsche Investmentbank erinnert, die eine Analyse rausgebracht hatte vor vielen Monaten, dass der Euro-US-Dollar-Kurs 2016 sogar unterhalb der Parität liegen kann, dann möchte ich dem überhaupt nicht widersprechen. Es handelt sich aktuell, was die EZB auch zusätzlich betreibt, mit diesem Quantitative Easing Programm, um eigentlich einen gigantischen Kapitalexport. Also wenn man da sieht, inwiefern dort tatsächlich die Milliarden in Richtung USA gewandert sind, dann kann man sich schon vorstellen, dass sich das nicht von heute auf morgen wieder stoppen lässt. Kann ich mir vorstellen, es geht noch ein Stück weit in den Sommer bis zum Jahresende auch hinein mit diesem Prozedere weiter. Wenn das dazu beitragen sollte, dass Sie von jetzt auf gleich weiter shorten in den Euro, dann kann ich davor nur warnen, weil erstens mal NFP heute, da kann immer was passieren, was absolut überhaupt nicht auf dem Radar von wirklich normal denkenden Menschen steht. Sprich, also es kann genau das Gegenteil passieren. Beispielsweise, es kommen sehr, sehr gute US-Arbeitsmarktdaten raus. Dann letzten Endes könnte es dazu auf jeden Fall kommen, dass der US-Dollar ein Stück weit nochmal Gas gibt. Aber sollte das kurzfristig abgearbeitet sein, ich spreche von einem Zeitfenster von 1 bis 5 Minuten, kann es zu einer Gegenbewegung kommen, die dann den neu eingestiegenen Shorty vielleicht schon wieder aus der Bewegung rausknallt. Also wer über Short-Positionen nachdenkt, sollte zumindest ein Stück weit versuchen, bei einer kurzen Gegenbewegung, bei einem Spike vielleicht auch Long Euro-US-Dollar, dann wieder eine neue Short-Bewegung einzusteigen, respektive hier in dem Bereich dieser 1,1150er Zone zum Beispiel. Das ist meine Einschätzung nur. Vielen Dank, 11, heute. 13 als Indikation, genau. Mal tschüss, bye bye. Du hast gleich Schlusswort. Kannst du mal einen Blick auf den aktuellen Indikationen werfen? Wenn Sie möchten, gestern 17 Uhr war ein sehr stark nachgefragtes Spezialwebinar. 2 Trader, eine Meinung. Markus Gabel versus Jochen Schmidt. Thema war, alle sehen die gleichen Kurse, die gleichen Charts, trotzdem jede Trader anders.
Trotzdem tradet jeder Trader anders, habe ich jetzt richtig gesagt. War sehr, sehr nachgefragt, war auch sehr lustig und spaßig. Wenn Sie es nicht geschafft haben, dabei zu sein, wird in einigen Stunden, so vielleicht in 3, 4 Stunden, in einem YouTube-Kanal zu finden sein. Wenn Sie also mal nachschauen möchten, 2 Trader, eine Meinung, war sehr, sehr toll gestern. Schauen Sie mal rein. Ansonsten jetzt schon ein schönes Wochenende und einen schönen Handelstag am Freitag. Und wenn Sie möchten, am Montag 8.30 Uhr hören Sie Dirk und mich wieder. Dann mal 2, 3, 4 Minuten mehr über Pivot-Punkte, haben wir uns vorgemerkt. Grüße aus Berlin und Schlusswort hat der Dirk. Ja. Also nebst dieser ganzen Quantitative Easing-Programm-Diskussion, die wir natürlich hier in der Eurozone haben, nie auch mal vergessen, einen Blick auf die US-Märkte zu werfen. Ich habe jetzt hier mal beispielsweise den Dow Jones aufgerufen. Obendrein könnten Sie genauso gut auch noch einen sehr breiten Markt, den Standard & Poor's 500, einmal näher betrachten, inwiefern da die Charttechnik Ihnen in irgendeiner Form noch weiter bullische Szenarien auswirft oder eben eher bärische Szenarien. Also diese beiden Kernmärkte sollte man auch immer wieder auf dem Kieker haben, weil letzten Endes, wenn hier jetzt beispielsweise der US-Markt doch wieder stärker in Richtung Süden abdrehen sollte, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass trotz der gigantischen Quantitative Easing-Diskussion da draußen der Markt dann mit diesen doch sehr, sehr starken überkauften Szenarien sich da noch weiter oben halten kann, dann könnte er natürlich auch wieder ein Stück weit zurückkommen. Was auch kein Beinbruch wäre, es würde überhaupt nichts an einer bullischen Einstellung zum DAX ändern, wenn der DAX jetzt hier mal 300, 400, 500 Punkte nach unten konsolidieren würde, bis auf diese 11.050 zum Beispiel auch. Also das wäre überhaupt gar kein Beinbruch, im Gegenteil, dann bekommen mal wieder andere Investoren die Chance, auch nochmal neu einzusteigen. Da gibt es ja viele, die darauf letzten Endes lauern. Gucken wir uns zum Beispiel hier nochmal abschließend das an. Wo wäre die 11.050er Marke zu suchen von dem aktuellen Kursniveau hier, das wir jetzt aktuell haben? Also sollten wir jetzt tatsächlich ein Stück weit so runterfallen, ist das, wenn wir das jetzt nochmal auf den Tageschartbereich dann zurücksetzen, noch kein Beinbruch. Wir haben gesehen, was für eine doch respektive tolle Bewegungen wir bis jetzt schon gehabt haben. Die Langfristprognose bleibt bullisch. Es sind keine anderen rentablen Aktienmärkte oder auch rentablen Märkte in irgendeiner Form sichtbar, wo man in dieser Art und Weise irgendeine Rendite erwirtschaften kann. Von daher wegen ist der Aktienmarkt und auch in allen voran der DAX hier ein stark nachgefragter Markt und bleibt es wohl auch erstmal eine ganze Weile mangels Alternativen. Ich bedanke mich, ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende. Kommen Sie gut durch die amerikanischen Arbeitsmarktdaten erstmal und gut durch den Handelstag und wünsche allen eine gute Erholung zum Wochenschluss hin und wir hören uns montags um 8.30 Uhr an gewohnter Stelle wieder. Danke, tschüss.